Ja, hallo, ich bin's wieder, der Mirko aus dem Vika-Team. Heute mal nicht aus dem Büro, wie im ersten Video, sondern mal zwischengequetscht zwischen den Dekosachen von meiner Frau. Da habe ich euch mal einen Koffer hingestellt, den ich euch mal etwas genauer vorstellen möchte. Und zwar, wie ihr seht, ist das ein sehr robuster, ich denke sogar wasserdichter, schwarzer Koffer. Ihr seht, er hat keine Anschlüsse in irgendeiner Form. Dieses Teil baut ein Kunde von uns, der uns das mal vor längerer Zeit gezeigt hat. Wir selber haben uns dann über unseren Kunden quasi dann mit so einem Koffer versorgt. Was ist das Besondere an diesem Koffer? Ich mache den hier mal auf. Da ist unsere Vika drin. Und zwar betriebsfähig. Bedeutet betriebsfertig, wenn ich jetzt hier den Schalter umlege, seht ihr, wie die Anzeige die Betriebsspannung anzeigt, ja, und wie hier die Status-LED anfangen von der Vika zu blinken, was mir signalisiert in dem Fall, dass das System mit Spannung versorgt wird und damit anfängt zu booten, hochzufahren und nach einem kurzen Augenblick dann das Internet zur Verfügung stellt. Wir haben hier und hier, ich zeige es nochmal, hier zwei WLAN-Antennen, weil das hier die 9202 ist, also die Vika-Box, die zwei Mobilfunkmodems und zwei WLAN-Anschlüsse hat. Hier ist jetzt erstmal nur eine verbaut. Man sieht hier oben in dem Koffer die Mobilfunkantenne in der Mitte mit den GPS- und GLONASS-Empfänger. Der Demo-Koffer ist sogar schon ein paar Tage älter. Hier ist also noch eine Prototypen-Antenne verbaut, die ist in der Form so nicht mehr gibt. Die sieht heute etwas anders aus, etwas schicker. Hier ist ein Gehäuse drüber. Das ist hier ein sehr frühes Versuchsmuster gewesen. Und wir haben hier noch Platz für eine weitere LTE-MIMO-Antenne. Für was nutzt man das? Unter anderem, ich zeige es jetzt hier nochmal von dieser Seite, unter anderem für mobile Einsätze, wo man temporär das Internet benötigt. Wartung an Industrieanlagen, bei Wald-, Forst- und Landwirtschaftsarbeiten, wo das Internet benötigt wird. Feuerwehren, Polizei. Oder wie der Kunde hier eigentlich, wo die Grundidee eigentlich mal hergekommen ist, in der Schifffahrt, Binnenschifffahrt, Hamburger Hafen, wo man also temporär das Internet braucht und wenn ich den Ort verlasse, nehme ich diesen Koffer wieder mit. Warum mache ich das nicht mit dem Handy? Das hat eigentlich folgende Bewandtnis. Zum einen wird sehr häufig bei Industriethemen ein LAN-Anschluss benötigt. Ja, das ist recht schwierig bei Handys. Beziehungsweise, wenn mehrere Geräte und auch höhere Datenmengen hier drüber laufen müssen, ist es nicht so einfach, das immer mit dem Handy zu realisieren. Je nach Gerät gibt es da Performance-Einbrüche
Und dadurch, dass hier eine Firewall zum Beispiel auch drin ist, die man vorkonfigurieren kann, hat man natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass man so eine Industrieanlage oder die anderen Gerätschaften, die man hier anschließt, also auch nicht bei einem Software-Update oder bei der Wartung irgendeiner Sicherheitsrisiko aussetzt. Ja, hier unter der Box befindet sich der Akku. Ja, das ist relativ dick, wie man sehen kann. Der Akku schafft es, je nach Größe des Akkus, 4 bis 5 Tage das System dauerhaft in Betrieb zu halten. So dass wir zum Beispiel das auch manchmal selber mit auf Messen nehmen oder so. Und wenn der Akku zur Neige geht, nehme ich einfach ein Messgerät, ja, stecke den Stecker hier rein, stecke das gute Stück in die 230 Volt Steckdose und der Akku wird geladen. Dabei kann die Vika selber anbleiben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Hier ist ja noch ein Antennen-LTE MIMO noch frei. Das wird dann genommen, wenn man an dem Ort, wo man hingeht, mit der Standardlösung, die hier im Deckel drin ist, nicht so erfolgreich ist. Das heißt, ich kann einfach noch zusätzlich dann hier unten eine Antenne mit anschließen. Das mache ich mal kurz. Einen Moment. Da kann man halt solche Gewindeantennen nutzen. Die müssen auch nicht so klein sein. Da können also noch größere Gewindeantennen genommen werden, je nachdem, was man dann für einen Bedarf hat. Und steckt diese dann hier einfach auf. Und ich habe dann mein System weiter. Ja, für den Einsatz entsprechend vorbereitet oder umgerüstet. Hier nicht wundern, dass die Farben nicht passen. Diese Fakra-Stecker in der Kodierung Z, also in dem Wasserblau, haben einen sogenannten Ingenieursmod. Das heißt, ihr habt hier alle Rastnasen, die man eigentlich braucht, die sind hier dran, so dass ich die wirklich auf alle Fakra-Kabel-Stecker aufstecken kann. Ja. Wenn ich jetzt hier den blauen nehme, hier den blauen nehme, ja, seht ihr eine gewisse Kodierung. Dann können wir den Bürofarben noch mal abziehen. Heißt, ihr seht, die unterscheiden sich. Und ich kann also den Bordeauxfarbenen nicht hier auf den blauen stecken oder den blauen auf einen Bordeauxfarbenen. Das ist nicht möglich. Aufgrund dieser Rastnasen. Das ist mal ein toller Standard, der da aus dem Automobilbereich sich durchgesetzt hat und den wir auch in dem Fall hier gerne nutzen. Ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Das System selber ist relativ robust, wenn man den Deckel einfach zuklappt. Es funktioniert auch so weiter. Mir ist der Koffer auch schon zwei, dreimal auf dem Weg zur Messe auch schon mal runtergefallen. Das System selber arbeitet immer noch, wie ihr sehen könnt. Und es tut einfach. Ja, und das finde ich sehr schön. Er ist auch nicht sehr schwer. Also ich würde mal so sagen, mit dem Akku, naja, so 3 Kilo, 3,5 Kilo vielleicht. Gibt die Lösung auch ohne Akku. Da kann man hier einfach Kaltgeräte, Steckdose oder sowas einsetzen und kann dann mit einem entsprechenden, ja, 230 Volt Netzteil das System auch so betreiben. Dann ist es ein bisschen leichter. Muss ja nicht immer einen Akku haben. Ja, war vielleicht mal etwas, was ihr auch interessant findet. Ich
benutze das gerne mal zu Hause, auch so für Testzwecken, oder auch die Kollegen mal, weil es halt auch durch das wechselnde Bordnetz, also die Betriebsspannung, wie ihr seht, fällt immer ein bisschen. Und das macht sich auch auf der GUI bemerkbar und kann also gucken, ob zum Beispiel meine Batteriespannungsthematik, die die Weika ja auch kann, ob das wirklich vernünftig funktioniert. Ja, ich hoffe, diese kurze Info hat euch mal gefallen. Der ein oder andere hat vielleicht sogar mal eine Verwendung dann dazu. Dann kann er sich gerne über die Herstelleradressen, die ich in der Infobox habe, mal die Kontakte heraussuchen und uns einfach mal kontaktieren. Wir würden uns freuen und sind auch für Anregungen jederzeit dankbar. Ich bedanke mich und sage mal bis zum nächsten Video. Tschüss!